Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute haben wir mal eine ungewöhnlich späte Club Nintendo Ausgabe, also zumindest für mich, und zwar vom Oktober 96. Das war die 5. Ausgabe aus dem Jahr 96. Gucken wir mal, was uns erwartet. Es wird wahrscheinlich erste Nintendo 64 Sachen geben, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber genau, da haben wir hier die offizielle Premiere. Wie ihr wisst, ich bin kein Nintendo 64 Experte, das bei weitem nicht. Deswegen habe ich für mich so die Grenze ein bisschen gesetzt bei den Club Nintendo Magazinen, die Ausgaben, wo wirklich so bis zum Super Nintendo ja das Hauptthema waren. Und das ist, glaube ich, 96 denn schon fast wirklich so die letzten Ausgaben, die dann für mich interessant wären, weil es macht keinen Spaß, auch für euch nicht, wenn ich den immer drüber blätter. Sagt mir nichts, ne? Deswegen. Ja, was haben wir hier als große Themen? Schlümpfe, Donkey Kong Country 3, Street Fighter Alpha 2 und Winter Gold. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts, aber man sieht so vom allgemeinen Design her, wenn man jetzt so die älteren Ausgaben vergleicht, da wollten sie schon so ein bisschen aufhübschen. Es sieht hier so ein bisschen ja moderner aus, ne? Man benutzt englische Wörter und so weiter, wie First Look zum Beispiel. Also da versuchen sie es schon so ein bisschen an den Zeitgeist natürlich anzupassen, was natürlich logisch ist, aber ich würde sagen, wir gucken mal rein. Okay, hier sieht man auch schon eindeutig das Design an sich. Das verbessert sich wirklich, oder das verbessert vielleicht nicht, das verändert sich, sage ich mal. Ne? Hier nochmal die Werbung für die Schlümpfe. Also hier nehmen sie auch anscheinend jetzt auch Werbung auf. Ja, der gute Gameboy in seiner neuen Variante. Und wie man sieht, das beherrschende Thema ist das Nintendo 64 natürlich. Aber ist ja klar, neue Konsole heißt natürlich auch viel Hype dafür aufbauen. Dann gucken wir einfach mal weiter. Ich würde sagen, bevor wir uns hier die... Also ich muss sagen, das Inhaltsverzeichnis, das gefällt mir ehrlich gesagt so gar nicht. Okay, sehen wir First Look. Das werden wahrscheinlich so die Previews sein. Dann haben wir Zoom In. Ich nehme mal an, das heißt Tests oder erweiterte Tipps und Tricks wahrscheinlich. Und Specials. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir gucken einfach mal rein. Ah. Upsa. Worlds Apart, 4 Boys und ein Gameboy. Das sieht so ein bisschen aus wie irgendeine Boyband. Mal gucken, ob wir herausfinden, welche. Nach der Trennung von Take That sind sie die heißesten Anwärter auf den Titel beliebteste Boygroup. Bla 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 bla. Wer ist denn das? Worlds Apart. Sagt mir jetzt gar nichts. Wobei natürlich, Boygroups waren damals auch nicht so unbedingt meine Welt. Sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Worlds Apart. Das war wahrscheinlich einer dieser vielen Versuche irgendwie. Interessant, würde ich sagen, auf jeden Fall. Anscheinend spielen die auch gerne Gameboy oder haben gerne Gameboy gespielt, wo natürlich hier auch medial ausgeschlachtet. Es gibt einen neuen Nintendo-Kalender von 97. Ne? Ich glaube, da seid ihr etwas zu spät zum Bestellen. Dann gucken wir mal. Mailbox. Okay, die Leserbriefe sind anscheinend auch jeweils an den Anfang gewandert, was ja nicht unbedingt schlecht ist. Okay, Foto des Monats. Also, dass wir von euch mächtig Post bekommen, ist ja eigentlich nichts Neues. Doch Alexander Winkler aus Meckenbeuren hat uns einen Brief geschickt, der den fast echt den Boden ausschlägt. 16 Meter. Ach, das ist deren Gebäude, wo sie den Brief hier runter... Ach du Scheiße. Er war gespickt mit tollen Ideen, coolen Zeichnungen und Fotos. Um für ihn für das Foto des Monats abdichten zu können, haben wir uns in einen vierten Stock gewagt und dort den Brief aus dem Fenster entrollt. Ihr seht, Alexander hat sich große Mühe gegeben. Unserer Meinung nach ist die Leistung reif für ein Guinness-Buch der Rekorde. Oder möchte etwa jemand von euch eine noch längere Briefrolle verfassen? Also da gehört... Ich will gar nicht wissen, wie teuer das Porto war. Wahrscheinlich als Paket geschickt. Hier sieht man das... Bild etwas, wie sie da den Brief raushängen lassen. Okay, das ist wirklich ein Satz. Respekt. Nintendo 64 Forum. Okay, hier scheinen anscheinend so ein bisschen die Wünsche aufgeführt zu sein, was man sich vom neuen Nintendo 64 wünscht. Die ganze Familie zockt in Rheinbeck. Ja, von der Christine Röder. Sehr schön. Benjamin Tutora hatte auch so eine schöne Spät-90er-Friese. Sehr schön, sowas ähnliches hatte ich auch damals, wie wir alle. Aber
genug der Rede, wir feiern die Ankunft mit anscheinend attraktiven Damensingern. Mit einer futuristischen Lasershow und hämmernden Techno-Rhythmen wurde zunächst einmal die Hardware enthüllt. Auf einer silbernen Säule konnte nun jeder das schmucke Gehäuse des Nintendo 64 bewundern. Okay. Das ist 90er. Würde man heutzutage vielleicht zumindest mit der Musik nicht mehr machen. Da hat sich ja mittlerweile wirklich ja diese Präsentation aller Apple etc. Herauskristallisiert. Finde ich sehr faszinierend, muss ich sagen. Okay. Scheint hier wirklich so der erste Look zu sein. Ach, das ist die Messepräsentation, ne? War das hier auf Wiesbaden, haben sie das gemacht. Also es konnte jetzt keine der offiziellen normalen Messen wie E3 oder sowas gewesen sein, sondern scheint es ein eigenes Event zu geben. Okay, ab 1. März 97, okay, sind wir bald dabei. 399 Mark das Nintendo 64. Wie gesagt, da muss natürlich Hype aufgebaut worden. Ab dem 1. November der neue Game Boy für 119. Und Railways wird auch am 1. März, okay, hier die ganzen Spielepreise, 99 Mark. Normaler Kurs damals, würde ich sagen. Ja, wunderbar. Finde ich aber cool, dass sie nochmal hier so ein bisschen die Messe zusammenfassen, ne? Aber das war es auch schon. Okay, genug Hype aufgebaut. Im Prinzip ist das wahrscheinlich jetzt nur mal, guck mal hier, wir haben ein geiles Event abgefeiert und das ist das Design. Macht damit, was ihr wollt. Sowas in Art würde es auf jeden Fall sein. Ja, die Schlümpfe reisen um die Welt. Das ist ja auch wieder so, ich glaube, ist das ist der dritte Teil von den Schlümpfen? Ich meine ja, ich bin mir immer nicht hundertprozentig sicher. Ist auch gar nicht so leicht. Also ich habe auch schon mal den Game Gear ja in der Quetzig-Serie gespielt, wobei ich da zu dem Schluss kam, dass das Spiel gar nicht so schlecht ist, weil ich bin ja irgendwie auf das Spiel gekommen, weil ich Game FAQ mal nach schlechten Game Gear Spielen gefiltert habe und da war das komischerweise ganz oben, verstehe ich persönlich nicht, ist halt ein guter Plattformer, ne? Ist natürlich jetzt hier, na, man weiß es natürlich nicht hier mit dem Werbeteil in, ob es da vielleicht irgendwelche Connections gab, ist halt ein kompetenter Plattformer, ne? Schlümpfe, weil wenn ich den ersten Teil gespielt habe, ist quasi dasselbe, nur halt nochmal ein bisschen mehr aufgebockt. Hat natürlich verschiedene Level und so weiter, ist nett, man surft hier und so weiter. Ja, netter Plattformer, aber es gibt definitiv Besseres und hier haben sie auch noch die Gameboy-Version. Wobei ich die Super Nintendo-Version wesentlich besser finde als die Gameboy-Version. Und zwar, man sieht es hier schön bei Afrika Level 1, das habe ich noch so ein bisschen im Kopf. Ich versuche hier gerade zu blättern. Und zwar diese Screenshots hier. Ihr seht hier, ihr seid als Schlumpf auf dem Baum unterwegs. Das Problem ist, von der Grafik her könnt ihr nicht immer unbedingt sehen, was ist jetzt ein Ast, worauf ihr springen könnt, um weiterzukommen. Und was ist jetzt irgendwie Hintergrund? Das ist halt ein großes Problem, meiner Meinung nach. Das ist so ein bisschen gestalterisch suboptimal. Wenn man natürlich weiß, was ist, dann geht's. Aber das macht das alles irgendwie etwas schwieriger, auf jeden Fall. Ja, Donkey Kong Country 3, das ist ja so ein bisschen von der Trilogie, auch wenn er bei Weitem, um Gottes Willen, nicht schlecht ist, das Spiel. Alle Donkey Kong Country Spiele sind gut, aber der zählt ja so allgemein als etwas das schwächere Spiel, was hier auch an Kiddy Kong liegt, der so als spielbarer Charakter nicht so geil ist. Ich persönlich feiere ja den ersten Teil am meisten ab, aber das liegt natürlich daran, dass ich das als Kind hatte, wobei der zweite Teil, glaube ich, neutral betrachtet so einen Tick besser ist, aber die liegen alle sehr nah beieinander, ne? Also nicht, dass ihr denkt, irgendwie, dass der jetzt komplett abkackt oder irgendwie sowas. Die liegen alle wirklich nah beieinander. Aber ich kam auch mit Kiddy Kong gar nicht so wirklich klar. Ansonsten im Prinzip selbe Grafik, haben sie natürlich alles nochmal ein bisschen aufgebohrt. Springt halt mehr vom selben, ne? Nur hat das ja einen neuen Spielcharakter gehabt, der sich wieder etwas anders spielt. Aber und Donkey Kong ist natürlich auch nicht mehr da, obwohl der war ja im zweiten Teil schon nicht mehr da. Ich vertue mich gerade hier. So, Street Fighter Alpha 2. Kann ich nichts zu sagen, ehrlich gesagt, weil ich ja Fighting Game Genre nicht ganz so firm bin. Also ich habe damals das Street Fighter 2 Turbo gespielt, aber den Teil jetzt nicht so auf den ersten Blick. Okay, achso, damit hat alles begonnen, Street Fighter 2. Weil ich wollte gerade sagen, das sieht ja exakt so aus wie der erste Teil. Ja, auf den Game Boy. Hey, auf dem Game Boy ist es allerdings nicht so geil, muss ich sagen, weil auf dem Game Boy, das ist einfach nicht die Hardware für dieses Genre. Ganz einfach, das kann man sehen, wie man will, aber der Game Boy ist dafür nicht ausgelegt auf schnelle Bewegung, auf schnelle Darstellung. Achso,
Ja. Ganz ehrlich, das ist ein, ist das eine Vorschau für Street Fighter Alpha 2. Jetzt lasst uns hier mal alles durchgucken. Remember, das war der Vorgänger. Hey, hier ist Game Boy. Vor vielen Jahren, Action ohne Dings, ein allgemeiner Text. Und hier ist der Preview. Kein Screenshot, keine Analyse, das ist es. Okay, da wollte man auch auf Krampf einen Artikel machen, hatte keine Infos. Ja, Tetris Attack, ein Puzzlespiel, der den Namen Tetris umsonst im Namen hat. Da es mit Tetris an sich nichts zu tun hat, aber wahrscheinlich dachte man sich, hey, wir haben die Rechte für Tetris, jeder kennt und liebt Tetris. Dann nennen wir es halt irgendwie Tetris, finde ich persönlich etwas unnötig, vor allem weil das ja so ein bisschen Yoshi gebrandet ist. Und was hat Yoshi mit Tetris zu tun? Nichts. Ich meine, es ist ein solides Puzzlespiel, nicht mein Favorit. Ihr müsst halt immer so farbige Blöcke tauschen, dass das dann halt entsprechend kombiniert wird. Also einer dieser typischen, irgendwelche Blöcke kombinieren, neu anordnen, tralala, es gibt so viele verschiedene davon. Aber das wundert mich denn doch, dass man das Tetris genannt hat. Wirklich so Vermarktung. Aber wenn man da schon Yoshi eingebaut hat, hätte man das irgendwie Yoshi Puzzle Attack nennen können oder irgendwie sowas. Aber nein, Tetris muss es sein. Okay, auf dem Gameboy kam es dann natürlich auch raus. Das war damals üblich. Gucken wir mal, Wintergold. Sportspiele. Also wenn ich in einem Genre noch expertiger bin als in Fighting Games, dann sind es definitiv Sportspiele. Keine Ahnung, es sieht okay aus, es scheint 3D-Grafik zu benutzen, ehrlich gesagt. Puh, next. So. System Charts, mal gucken. Super Nintendo, Zelda 3, Yoshi's Island, Secret of Mana, Donkey Kong Country 2, Secret of Evermore, Breath of Fire 2, Donald, Mario Kart. Ja, kann ich so unterschreiben, ehrlich gesagt. Also wenn man das hier so sieht, ja. Das eine oder andere hätte jetzt vielleicht etwas höher gemusst, sag ich mal, aber kann ich so grundsätzlich unterschreiben. Ne? Gucken wir mal Game Boy. Oh, Zelda 4, Link's Awakening. Man hat es noch Zelda 4 genannt. Das macht man jetzt so im offiziellen Kanon gar nicht mehr, glaube ich. Ne? Sondern nennst du ein, weil es ja auch so ein bisschen ein eigenständiges Spiel ist, dass man es herausnimmt. Auf jeden Fall Zelda, Link's Awakening. Kirby's Dream Land 2, Mystic Quest, Donkey Kong, Wario Land, Super Mario Land 2, Donkey Kong Land, Kirby's Block Ball, Adventures of Lolo, Asterix und Obelix, Pinocchio, Hugo, Wario Blast, Kirby's Dream Land, Battle Arena, Toshin, Street Fighter 2, nee, Toy Story, Tetris, Tetris Blast, die Schlümpfe. Ja, also hier so die ersten 10 Plätze, da gibt es auch Besseres, aber das kann man schon ungefähr unterschreiben, warum jetzt Hugo, okay, das war natürlich die 90er Jahre, die Fernsehsendung lief, da war es natürlich der große Scheiß, ne, aber die Nintendo Superstars Galerie, ja cool, da haben wir hier noch ein paar Informationen, Plock ist sogar dabei, sehr schön. Besondere Kennzeichen, Hobbys, in seiner Freizeit hisst er am liebsten Flaggen, manchmal kommt es auch vor, dass er dabei seine Hose hisst, ja, aber egal, er kann ja seine Beine wegwerfen, okay. Haben wir hier Mega Man, Hobbys, Mega Man von, Hobbys von Mega Man. Er verbringt viel Zeit beim Schrotthändler und in der Kfz-Werkstatt von Dr. Light, um sich dort neue Implantate einbauen zu lassen. In letzter Zeit hat man ihn nicht selten mit Ken aus Street Fighter 2 trainieren sehen. Okay, da wollen sie vielleicht hier Super Smash Brothers irgendwie anteasern. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber vielleicht interpretiere ich auch zu viele rein, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt hier nicht alles im Detail durch, ne? Oder hier vielleicht Yoshi noch. Lange Spaziergänge an den schönen Stränden von Yoshi's Island mit Schildkröten, Fußball spielen und plärrende Babys retten. Außerdem bläst er hin und wieder mal gerne mit einem Kart durch die Gegend. Ja, machen wir alle gerne, oder? Was haben wir hier noch? Die Twig Zone. Oh, da haben sie hier aber eine ganz schöne Schriftart genommen, die sehr einfach zu lesen ist. Ah, guck mal, Klassik-Tipp. Es sind sogar noch NES-Sachen dabei. Uff. Was haben wir hier? Tetris Blast, Mega Man 7 auf dem Super Nintendo, Secret of Evermore etc. Ja, da
damals brauchte man das doch unbedingt. Ne? Aber ein schönes Poster von Terranigma. Ja, diese Rollenspiele, die haben sie natürlich auch immer damals super angeboten, um die irgendwie als Poster zu verboosten, weil die hatten die Motive ja auch, ne? Und waren beliebt. Was haben wir hier? Hotline. Ach, so ein bisschen Werbung für ihre Tipps-Hotline wahrscheinlich, die auch noch Tipps geben. Da merkte man damals so zu den 90ern, noch Anfang 2000er, wo das Internet noch gar nicht so verbreitet war, da waren Tipps in Magazinen wirklich nur hoch angesehen. Ne? In der heutigen Zeit hat kein Magazin mehr irgendwelche Tipps irgendwo. Aber damals, das war hier noch die Bank, das brauchte man auf jeden Fall. Überspringe ich jetzt auch mal Lufia. Auch ein schönes Spiel, ich habe es bisher nur mal angespielt. Da habe ich sogar damals einen Stream mal dazu gemacht. Finde ich ein sehr charmantes Spiel. In der heutigen Zeit, ich scheue mich ja immer so ein bisschen Rollenspiele jetzt mal anzutesten oder reinzutauchen. Ich werde auch schon mal ab und zu mal gefragt, hey, willst du nicht mal hier einen Test zu Rollenspiel XY machen? Würde ich theoretisch gerne. Das Problem ist, Zeit. Weil ganz ehrlich, 50-Stunden-Job, noch andere Hobbys außer YouTube etc. Ich habe immer weniger Zeit zum Spielen. Und wenn ich die Auswahl habe, okay, ich muss oder will ein Video machen, ein Testvideo. Okay, ich habe hier ein Rollenspiel, wo ich irgendwie 20 Stunden Spielzeit alleine reinstecken muss, sagen wir mal ganz grob. Oder ich nehme jetzt irgendeinen Jump'n'Run-Plattformer oder sonst sowas, wo ich vielleicht nach 2 Stunden weiß, alles klar, so läuft der Hase, passt. Dann nehme ich im Zweifel lieber den Plattformer. Auch wenn es natürlich vielleicht etwas langweilig ist, aber ich muss natürlich so ein bisschen zeitmäßig bei mir das planen. Aber am Anfang hat das einen sehr schönen Eindruck gemacht. Hat auch so ein rundenbasiertes Kampfsystem, was ich auch gar nicht mal so schlecht finde, weil das ja ruhiger so gesehen ist es ja nicht, weil einen gewissen Zeitdruck hat man ja trotzdem. Aber es hat schon was anderes Feeling als jetzt wie so ein Zelda-mäßiges Action-Kampfsystem. Ne? Ich gehe jetzt aber wirklich sehr in die Tiefe rein. Ne? Also Zoom-In heißt also wirklich so diese Detailbesprechung mit quasi Tipps und Tricks. Ausrichtung nenne ich es mal. Ne? Schön interessant. Ich kann natürlich jetzt nicht viel dazu sagen, weil ich das Spiel mir nicht sagt, aber es sieht, grafisch sieht das schon interessant aus. Und hier mit dem Fischkampf, dass sie auch so ein bisschen das Meer angedeutet haben und so weiter, finde ich gar nicht immer so verkehrt. Ja, Donkey Kong Land 2. Ja, da haben sie viel gelernt, finde ich, im Vergleich zu dem Donkey Kong Land 1 auf dem Game Boy, wo sie ja wirklich versucht haben, diese Super Nintendo Grafik fast 1:1 auf den Game Boy zu portieren. Problem ist natürlich, Game Boy, ne, 2 Farben, irgendwie grün, grau auf, ne, hell, nenne ich es mal. Das sieht natürlich nicht so gut aus, wenn man diese schöne Farbenpro-Grafik 1:1 portiert. Das wirkte dann schon sehr oft sehr unruhig, das Bild, und man hat auch Schwierigkeiten, Sachen zu erkennen. Es gibt ja Donkey Kong Land 2 und 3. Da haben sie das nach und nach herum etwas runter reduziert und dadurch sah die Grafik etwas besser aus. Ein bisschen sauberer, ein bisschen cleaner. Meiner Meinung nach ist es im dritten Teil auch am besten gelungen, aber Donkey Kong Land 2 ist schon im Vergleich zu dem ersten Teil wesentlich besser spielbar. Ist natürlich einfach so eine Geschmackssache, weil sie auch diese vorgenannten Stile auf den Game Boy portiert haben. Bin ich jetzt auch nicht unbedingt der Super-Fan. Auf dem Super Nintendo hat es super geklappt. Ja, Super Nintendo super geklappt, haha. Aber auf den Game Boy, das passte nicht so gut. Also da wäre eine Eigenentwicklung irgendwie besser gewesen, meiner Meinung nach. Aber nun gut, wir haben auch wieder ein bisschen Dings. Genau, Terranigma haben wir auch. Ich überlege gerade, habe ich das jemals auch nur ansatzweise angespielt? Ich weiß, dass es auch ein gutes Spiel ist. Das war, glaube ich, ja von Square, wenn ich das richtig im Kopf... Oder von Enix, glaube ich. Ne? Da waren sie damals ja noch getrennt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, um Gottes Willen, korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege. Auch ein schönes Spiel, schön gestaltet, aber auch hier kann ich leider so gar nichts zu sagen. Aber gar nichts. Deswegen, aber die Grafik her sieht schön aus. Scheint wieder so ein typisches... Hat das ein Action-Kampfsystem? Ich glaube schon, ne? Was man hier auf den Bildern sieht, das sieht zumindest so aus, mit den Gegnern und ja. Schönes Comic haben wir wieder, eine Super Mario in der Nacht des Grauens, wie immer. Falls ihr an den Comic interessiert seid, könnt ihr jetzt pausieren. Ich halte mal still. Wobei hier natürlich auch geil, ne? Satan, hier Chucky die Mörderpuppe, hier Jason etc., die ganzen Horrorfiguren.
Sehr schön, sehr cool, sehr interessant. Ne? Und dann mittendrin der Wario. Was haben sie denn hier gemacht? Ist ja geil. Van Helsing, hier haben sie richtig viele popkulturelle Anspielungen gemacht. Das haben sie früher, glaube ich, nicht so gemacht, oder? Guck mal, den Kirby hier, den Bösen. Wie geil ist das denn? Die bösen Version wahrscheinlich, ne? Sehr cool. Boah, der Comic ist ja richtig lang, sehe ich gerade. Hm. Also da lohnt sich es wahrscheinlich, wenn ihr jetzt schön pausiert. Hier die Prinzessin mit den... Ach, woraus ist das noch, dieser Look? Ich komme gerade nicht drauf. Ja, dann war es doch schon. Werbung für den Spieleberater 2 Gameboy und... Ach, Quatsch. Da gibt's hier... Achso, nee, ich dachte, dass das wäre so ein Magazin mit Spieleberater 1 und 2 für Super Nintendo, aber das sind jetzt zusammen. Ja, Spieleberater war natürlich auch super, habe ich auch schon einige Blätter-Videos gemacht. Natürlich jetzt ja auch Werbung für Donkey Kong Land 2. Und dann haben wir hier einen Wettbewerb. Keine Ahnung. Cyber-Stories. Ach, so ein bisschen Cyber-Geschichten schreiben. Okay, könnte mal was gewinnen. Sehr schön. Ich hoffe, die haben alle Magazin und Gameboy und sowas gekriegt. Und ansonsten, das war's schon. Ach, das Secret of Mana Quiz. Ich sehe gerade, wir haben noch ein paar Minuten. Lass uns mal das Secret of Mana Quiz machen. So. Wo liegt der Vierjahreszeitenwald? A. Auf der Weihnachtsinsel. B. Im Hochland. C. Im Imperium. Im Hochland meine ich. Welche der 8 Schutzpatronen verfügt über die Zaubersperre? Boah. Ich glaube Harzinger. Ich bin mir auch nicht sicher. Wie heißt die Wüstenstadt? El Sandala, El Dorado, El Oasis. Das ist El Oasis. Wie viele Türen und Durchgänge besitzt die Mana-Festung? Ach du Scheiße. Keine Ahnung. Zu wem gehört das Sandschiff? Zu den Rebellen der Republik, dem Imperium? Ich meine den Rebellen. Wer sind die Gefolgsleute des Imperators? Tantalus, Markus, Assis und Trax. Ich glaube, die waren es, genau. Tura, Tantalus und Hagen. Das waren ja eher die... Hagen war ja verzaubert. Ne? Oder? Das erste? Keine Ahnung. Das erste, glaube ich. Okay. Ganz ehrlich. Bevor ich mich blamiere... Es soll es lassen, aber wir haben hier ein schön buntes Club Nintendo Werbe-Dingens-Bummens. Und das war's schon. Kurz und schmerzlos sind wir durch. In meiner inkompetenten Weise konnte ich nicht zu viel Themen was sagen, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Guten. Macht's gut, tschüss.